Du hast deinen Skoda Kreisel mitgebracht hier nach Admont. Und jetzt frage ich mal direkt heraus, die Frage, die sich viele Rallye-Fans wahrscheinlich stellen, ist aus deiner Sicht der Elektroantrieb das Ende unseres Sports oder ist das vielleicht die Initialzündung für was Neuem, wie es damals der Allradantrieb war? Das Ende unseres Sports wäre es, wenn wir da nicht mitmachen würden. Ja. Weil wenn die ganzen Kritiker mal Augen und Ohren aufmachen würden, würden sie wissen, dass alle Hersteller auf die E-Mobilität jetzt setzen, steigen eigentlich alle um. Und es wird ab 2030, wie man so wieder hört, keine Benzinmotoren geben bei verschiedenen Herstellern. Und dann stelle ich jetzt die Gegenfrage, was ist die Alternative zu dem? Du wirst mit Sicherheit keine Sponsoren mehr kriegen, die wird kein Importeur mehr unterstützen, wenn der Hersteller nicht dahinter steht, weil er die Erlaubnis gar nicht hat. Den Bogen kann man dann weiterspannen. Du wirst auch dann keine guten Sponsoren mehr kriegen, wenn nicht ein Importeur dabei ist, weil der Sponsor sagt, ich bezahle durch der Marke nicht die Werbung. Und das wäre dann meiner Meinung nach das Ende der Fahnenstange im großen Sport. Und das haben wir jetzt genau beim Punkt, weil du brauchst es. Ja? Du musst es irgendwie erhalten, dass auch alle Verbrenner weiterfahren können. Wir müssen was tun für die Politik. Jeder redet von Klimaschutz und so weiter und so fort. Und wir ziehen uns ja keinen grünen Mantel an. Wir nehmen lediglich jetzt die Chance auf und wahr, dass du sagen kannst, es gibt eine neue Technik. Wir wollen da mitmischen, wir wollen auch in diesem Feld mitfahren, deswegen haben wir auch eine Balance of Performance gemacht, dass man nicht überlegen ist, aber auch nicht unterlegen ist. Ja, und ich bin froh eigentlich, dass wir dieses Thema jetzt gestartet haben. Und ich war jetzt gerade mal 3 Tage in Tschechien bei Skoda Motorsport, 120 Jahre Motorsport zu feiern. Aber die Feier hat bei uns so ausgesehen, dass wir 3 Tage lang von ganz Europa Journalisten herumkutschiert haben. Und da hat es natürlich auch viele kritische Stimmen gegeben. Am Anfang, dann sind sie mitgefahren und plötzlich waren die Stimmen weg. Ja. Und das Einzige, was wirklich ganz anders ist, ist halt der Sound. Ja. Und da hätte man auch hergehen können und sagen, okay, wir imitieren einen Verbrenner, aber das müssen wir ja nicht. Ich denke mal, das ist halt jetzt anders. Und wenn wir dann zurückdenken, ein paar Jahre, wie die ganzen Evos Mitsubishis durch die Gegend gefahren sind, die hast du von vorne auch kaum gehört. Da hast du immer schon den Reifen gehört, aber das Auto nicht. Also, ich sage immer so, wir reden gar nicht irgendwo, dass wir jetzt umweltfreundlich sind oder sonst irgendwas. Wir fahren lediglich mit der neuen Technik und wollen halt, wenn möglich, ganz vorne dabei sein, wenn sich das ganze Thema halt in diese Richtung entwickeln soll. Ob so wird, weiß keiner. Jetzt ist es ja so, die Weltmeisterschaft geht ja auf die halbe Lösung nur, indem wir so weiter Verbrenner im Wettbewerb fahren, aber eine Hybridlösung. Jetzt würde mich mal interessieren, abgesehen vom Sound, der ja immer wieder da ist als Thema. Wie sieht es aus mit der Sicherheit? Viel wird ja geredet, dass der Elektromotor ja eine tickende Zeitbombe ist, auf der man quasi sitzt. Und was würdest du zum Thema Fahrspaß sagen? Also ich muss einmal gleich vorneweg sagen, auch wieder an die Insider, welche Fahrzeuge sind abgebrannt die letzten 4-5 Jahre. Also ich war Besitzer von einigen dieser Marken, das waren alles Benziner. Ja. Elektroauto, bin ich jetzt 4.500 Kilometer Test gefahren. Wir haben noch nicht ein einziges Problem gehabt. Wir haben nicht einmal eine einzige Warnung gehabt, dass wir irgendwo, und da hat es ein paar Crashes auch gegeben, Problem hätten, wenn ein Hochvoltkabel abgescheuert gewesen ist oder sonst irgendwas. Also ich verstehe das alles, ja, weil ich war vor 2.5 Jahren der gleiche. Ich habe halt einfach nachgequatscht, was alle gesagt haben, bis ich dann eben bei Kreisel Elektrik war und ich einmal aufgeklärt wurde über das ganze Thema. Und dann bin ich draufgekommen, dass ich genau gar nichts verstanden habe. Und dann habe ich auch gelernt, den Mund zu halten und einfach mir das Ganze einmal so richtig gut anzusehen, anzuhören. Und jetzt setze ich mich da rein und denke nicht einmal darüber nach, dass mir was passieren könnte. Man muss da sagen auch, da ist halt auch ein großer Unterschied mit der Technik, die die Kreiselbatterie hat, zu verschiedenen anderen Herstellern. Andere Hersteller haben einen riesengroßen Batterieblock. Hier sind es einzelne Zellen, die alle gekühlt sind. Sollte jetzt da eine Zelle zu brennen beginnen, erlischt die in sich selbst wieder. Also das ist einmal ein ganz wichtiger Punkt. Dann das nächste muss man auch sehen. Die ganze Batterie mit dem Carbon-Gehäuse ist natürlich FIA geprüft. Die hat einen Crashtest überlebt. Dort wird mit 50 Tonnen angedrückt an allen Ecken und Enden. Und da darf es nicht einmal einen Knacks machen. Um das einfacher darzustellen, du könntest das rein theoretisch von einem Kilometer runterschmeißen am Beton und es wird eigentlich kaum was passieren, bis gar nichts passieren. Ne? Also du bist zuversichtlich, was das Ganze angeht und können wir Rallye-Fans uns auch drauf freuen?
Du, wie gesagt, ich habe jetzt kritische Leute mitgehabt und die sind da mitgefahren und eigentlich war es dann so, dass man im Auto selbst, merkst du kaum einen Unterschied, außen ist halt einfach anders, es ist ein bisschen leiser, aber das ist halt so, was sollst du machen? Wir können alle, wie wir im Motorsport sind, dagegen reden, nur wird es uns nichts helfen, anschaffen tun andere. Wir können lediglich schauen, dass wir unseren Sport da irgendwie am Leben erhalten, da muss uns halt auch eine andere Technik genauso lieb sein. Dann die letzte Frage, wer ist denn dann an dem Wochenende die Legende? Die Legende? Ja, das ist der Kalle Grundl, Bert Karlsen und so weiter. Das sind die Legenden. Wir nützen das und da bin ich sehr froh darüber, dass wir die Chance haben zum Testen, zum Weiterentwickeln. Da bin ich sehr glücklich und ja, vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Fan, der nach der Rallye sagt, naja, gar so schlecht ist das gar nicht, das Elektrische. Das ist eigentlich unser Ziel. Danke. Danke sehr.